Und herzlich willkommen zur 66. Folge unseres Let's Play Ranch Simulator. Wieder mit dabei die Susi. Moin. Ja, es hat ein Update gegeben. Mittlerweile, ja, mit Laden und Speichern und so weiter ist jetzt ein bisschen anders. Aber, ja, hat funktioniert. Das einzige Problem, was ich gerade hatte, war eben, dass ich oben vom Schlafzimmer die Treppe nicht runtergekommen bin, dass er da festgehangen hat. Du musst die Kühe höher melken. Ja, ich bin gerade nur am falschen Stall. Warte mal. Guck mal, da hat es... Oh Gott, hier sind ja auch Babys drin. Ja, hol endlich die Schweine hier raus. Dann bauen wir einen Stall. Ich weiß doch nicht mehr, wer Männlein und Weiblein ist. Das ist doch nicht mehr normal, sag mal. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt... 1, 2, 3, 4, 5, 2. Du bist oh, hier voll. Jetzt ist aber alles voll hier mit Kleinen, ne? Ja, ich weiß. Alle raus. Alle raus aus meinem aus meinem Stall hier. Ja, komm mit, Dicker. Du kommst schon mal mit. Oh, jetzt kommen wir alle drei hier natürlich nicht durch. Schönen Dank auch. Nun komm schon. Der hat schon. Da, da noch. Ach, hier ist noch einer. Oh, jetzt geht das Kleine mit raus. Ich glaube das alles nicht. Warte mal kurz, ich muss mal kurz das Kleine hier holen. Das gibt's doch gar nicht, sowas. Ab hier. Los. So. Na, komm mal da nicht rüber, Zippe. Zu enge Hosen an, oder was? Oh, das gibt's doch. Na gut, dann machen wir es so. Wiedersehen. Wo ist denn das dicke Ding jetzt hier hin? Wo ist denn das dicke Ding hier hin? Jawohl. Hopp. Sieht herbstlich hier aus. Also das ist ja schön, wenn das Jahreszeiten geben wird. Also das finde ich ja klasse. Das hatten sie ja gesagt. Naja. Beziehungsweise geschrieben. Oh, Schwein, geh aus dem Weg. Da komm mit zur Hintertür. Der Weg in der Küche lang, leichter, schneller. Ach ja. So. Eine noch. Okay. So. Ein Schwein haben wir schon mal geschlachtet. Gut. Hier ist gar kein Schwein mehr drin. Wie geht denn das? Ja, dann lager so um. Geht nicht.
Sind hier nur zwei Schweine drinne? Ja, du hattest zwei Säue da noch irgendwo. Nee, hier sind, die sind alle draußen. Warte mal, jetzt ist das aber hier. Das ist eine Sau, die muss hier raus. Das geht gar nicht. Zeig mal, was bist denn du? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sehen. Raus hier. Bei das Pferdchen rein, hopp. Ja, jetzt nehme ich dir gleich die anderen Schweine raus da, wenn ich denke, dass das Männchen sind, ja. Eber meine ich. Was seid ihr denn alle? Ihr seid alle Schweine. Na toll, toll. Das war jetzt zweideutig. Ja, gut, tierchenmäßig. Wo ist denn hier der Eingang mit der Tür? Das ist ja unglaublich. Auf der anderen Seite, komm. Weiter, weiter. Komm, wir kommst mit in den Pferdestall. Eier haben wir keine. Ja, da stehen auf jeden Fall zwei Kisten mit Fleisch, die du dann verarbeiten kannst, wenn du möchtest. Ja, schon gesehen. Wo ist denn der olle Gaul? Der ist nicht da. Zwölf, So, dann gehen wir mal zehn hier durch. und 12 sind sogar drei Kisten. So. Ja, der ist aber verdammt schnell, wenn die Tür aufgeht. Und dann will der hier sofort raus, das Vieh. Hier war doch ein Schwein. Hier, genau. Oh Gott, warte mal, warte mal, warte mal. Was bist denn du jetzt? Komm, zeig dich mal. Nee, komm, du kannst hier nicht bleiben. Hier sind zwei Eber. Das geht nicht. Hat sich auch erledigt. Okay. Dann kommst du in den mittleren Stall. Hopp, renn hier, komm. So, du hast Sitzen, du hast Sitzen, du hast welche, aber ich erkenne das bei den Kleinen nicht. Das ist zum Bei den ganz Teufel. Kleinen kannst du es wohl auch noch nicht sehen. Nee, aber das, ja, deswegen haben wir ja dieses Theater hier. Ja, ich muss sonst dich echt bitten, einen neuen Stall zu bauen, weil das kann es nicht sein, sowas. Wir müssen ja irgendwie versuchen, diese Viecher hier zu trennen. Ich habe einen einzigen Eber gekauft, der kann ja nicht so viel Unheil hier anrichten. Das ist Oh doch. ich sehe es, dass es geht, auf jeden Fall. Aber das ist doch Schiete hier, Mensch. So, lasst mich mal euch angucken. So, du hast keine Zitzen, du hast keine, du hast keine. So, dann ist das hier die Männerwirtschaft. So, ich probiere es einfach mal. Ich bringe euch jetzt Gesellschaft. So. So, erstmal aus dem großen Stall raus. So. Du hast keine Zitzen, komm mit. Und Kuh, hau ab, ich muss hier durch. Ach, jetzt kommt er hier nicht durch. Ey, das glaube ich nicht. Ach, jetzt laufen alle zwei Kühe raus. Ach. Na, komm schon zu hier. Jetzt habe ich die Kuh am Wickel. Kannst du mir mal bitte helfen? Ich habe keine Chance, die Tiere einzufangen, wenn mir am laufenden Band ein Wo Schwein bist du immer wieder denn? hier bei den Ställen. Ach, jetzt sind wieder.
Ah, oh, nein, die ist nicht weg. Oh, warte mal. So, hier draußen ist das Schwein und die Kuh. Ich nehme das Schwein, nimm du die Kuh bitte. So, sonst habe ich hier gar keine Chance. Irgendwas, was waren das jetzt? Du warst ohne Zitze, ne? Ja, du kommst mit hierher. Weißt aber, dass Schweine neugierige Tiere sind, ne? Das ist mir egal, ich bin auch neugierig. Nein, ich meine das anders. Wenn du hier rankommst und aufmachst, dann sind die neugierig und kommen zum Ja, Gucken. aber das geht jetzt nicht. Ich habe keine Zeit dazu. Komm rein hier. So, Kuh ist wieder drin. So. Schwein auch. Gut. So, pass auf. So, das war der jetzt. Jetzt nehmen wir uns noch eins vor. Wie, wo, was? Ja, ich muss noch eins rausholen. Ja, alles gut. Ich werde das schon kriegen. Weil ich mache das erstmal. Ich mache erstmal das hier sauber. Hier ist eine kleine Sau. Die ist noch nicht ausgewachsen. Die passt auch notfalls durch eine Tür. Hat der Zitzen oder oh, hat der keine? Er hat. Nee, dann bleibt er da. Okay. Ich will ja bloß versuchen, die ohne. Dann nehme ich jetzt wirklich die ganzen dicken Dinger weg, weil das wäre Ja, jetzt das hier, die Einzige. beiden. Ja, genau. Da müsstest du aber kurz aufpassen. Da ist so ein kleines Miststück hier. Ja, weg hier. Weg hier. Hopp. Mach. Ja, mach es gut. Ich muss erstmal hier durch, weil ich muss beide Türen aufmachen. Siehst du, jetzt kommt alles raus. Ich krieg hier bald einen Föhn. Ach. Ich hab ein Vieh, habe ich. Zwei kleine Schweine sind draußen. Komm, ich gehe mit denen durch die Tür. Die Kühe passen da ja auch eigentlich durch. Eigentlich. Ich glaube, wir müssen alle töten. Um da was zu. Oh, jetzt ist hier noch so ein kleines Ding. Ein kleines ist noch draußen, ja. Ja, bei mir hier auch. Oh, ich krieg ja bald echt einen Ruck hier. So, auf jeden Fall habe ich es aber gefangen. Ja, ich auch. Oh, hat er es gefangen? So, komm, Scheißerchen, rein hier. Hopp. So, gib Gas, du bist noch zu klein für die Wurst. Bla. So, bleibst auch hier. Zack. So, ich habe sie wieder drin hier. Ja, die drei Stück hier, die können alle raus. Der kann raus. Der kann raus. Und nur sie bleibt hier drinnen. So, das sind zwei, vier, fünf Schweine müssen jetzt hier raus. Oh, Ja, jetzt. nur ich muss weitermachen, sonst komme ich da, Alles gut, alles gut. Du kannst ja weitermachen. Mach weiter. sonst werde ich nicht fertig da hinten. Wir haben jetzt Ja. so viel Fleisch da und keine freien Kisten. Ich muss zusehen, dass ich das hier verarbeitet kriege. Bloß die kleinen Viecher, die sind ja so fix, das schaffst du gar nicht so schnell, weil das müsste Ich viel mehr. weiß, ich habe es gesehen. Ja. Hoch auf hier, sonst kommt der hier. Du musst ja beide Türen aufmachen, sonst kommt das dicke Ding ja hier nicht durch. Komm jetzt. Obwohl, du kannst auch nicht mit rauskommen. Komm. Ich mach dich mal ab. Gut, dann bleibst du drinnen. Also du scheuchst ja hier alles hin, was nicht niet- und nagelfest ist, ey. Ja, komm. Oh, wieso mache ich jetzt hier so viele Frikadellen? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Warte mal, das war der Stall. Das war der Stall mit den. So, seid ihr die männlichen? Ist das der männliche Stall? Zeigt mal. Und komm. Also ich habe keinen Bock auf dich, du wirst geschlachtet. Ab. Los, ab. Hab grad nachgeladen, komm.
So, die Kiste habe ich leer. So, dritte Kiste. Aufs Auto. Zack, eben verkaufen fahren, damit ich die Kisten frei kriege. So, dann machen wir das mal so erstmal. So, Rinderwurst, Weißschimmel und Hähnchenfleisch, also nichts von dem, was wir hier haben. Aber sind trotzdem 2960. Es kamen übrigens in der Zwischenzeit schon wieder Hinweise, die uns erklärt haben, im Grunde, wie das mit dem Pferd funktioniert. Man hat sich ja halt überschnitten. Ne? Wir haben es ja. Ja. Ja, das ist aber auch recht fix, wenn es heißt, zur Tür zu kommen. Ne? Also da musst du aufpassen, wen schießt dann bei dem Gaul. Ja. So. Die Kiste kommt jetzt erstmal dahin. Hast du noch genug Blauschimmel und so ein Kram? Ja, für die nächsten 2, 3 Tage reicht's. Okay. So, nächste Kiste voll. Habe ich mich verjagt, So. weil es geknallt hat. Bist du drinnen? Okay. Wie kann ich denn auf mein eigenes, wenn ich hier stehe, auf das eigene Fleisch? Der muss der Entwickler noch mitarbeiten, sage ich dir. Das verstehe ich nicht. Ja, es sind noch einige Sachen. Ja, alles gut. Ich sage ja auch nichts. Aber ich zappel hier rum. Angeblich springe ich auf dem Fleisch drauf. Das ist so unglaublich. So.
Wenn du jetzt nicht hinterherkommst, wir können ja auch so erstmal ein paar Viecher verkaufen, denn dann ist das so. Es soll ja nun auch den Stress hier ausarten. Nein, das artet nicht in Stress aus. Das ist schon in Stress ausgeartet. Also, was bist du? Du bist eine volle Kiste. So, Was kommt? Ja, die sind jetzt halt alle ohne eine. Ja. Aber egal. Dadurch geht es natürlich auch etwas schneller. Oh, 19 Uhr schon wieder. Also du musst dich wieder um die Kühe kümmern. Ich Ja. helfe dir, indem ich dir die Eimer jetzt darunter klatsche. Genau. Denn sonst, oh, warte mal, ich bin im falschen Stall. Na toll. Da habe ich mich auch noch im Stall vertan. Wo ist denn der scheiß Kuhstall? Unglaublich. Wo ist denn Der dritte von vorne. der zweite von hinten, ja. Ah, herrlich. So, wo ist denn hier ein Eimerchen? Ja, die müssen ein bisschen im. Schau mal, das Ding koch hier. So, du stehst. Sehr schön. So, ich komme zum Melken. Oh ja, es ist schon wieder fast dunkel. Du stehst. Du stehst. Versuch dir auch so gut wie es geht vor dahin zu stellen, dass du gut rankommst und dass die dich nicht nerven. Und das letzte Teil ist hinten, hinten, hinten. Hier, die weiße. Los, raus hier. So, komm. Zügig, wir essen zeitig. Hopp. So, zwei geschlachtet und zwei umgebettet. Das habe ich, das ist schon mal. So, was seid ihr? Dann seid ihr hier die Damen. Können wir mal Licht anmachen hier. Ja, also noch ein weiter, komm. Komme ich aus dem Zeug hier nie mehr raus, ey. Lasst mich doch mal los hier. Okay. Schwein, geh mir aus dem Weg. Versuche dir so viel abzunehmen wie möglich, aber ich muss auch erst mal gucken hier. Nein, das stand da, wo ich den Eimer hinstellen wollte. So, dritter Stall. Wir müssen jetzt mal gucken. Ah, na, das ist ja passend. So, komm gleich mit. So, ab, los. Na, das ist ja klasse. So, komm. Oh, ihr kommt. Ach, nicht wirklich. Nicht wirklich. Nee, also das läuft hier so nicht so. Dann kommst du mit. Na toll. Renn hier. Morgen werdet ihr bei dir geschlachtet. Das ist mir doch shit egal. Ja, kommt. Könnt ihr gleich unter das Messer. Jetzt pennen die. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht wirklich. Jetzt schlafen die.
Okay. Nur komm mit. Du kannst wach gemacht werden. Und wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, jawohl. Das Ding ist voll. Auf geht's. Wer bellt da? Ich bell nicht, ich versuche zu springen. Okay. Das heißt, das ist voll. Ja, das ist voll. Hast du den Eierkorb im Haus oder ist der am Nein, der ist Stall? am Stall. Super, dann mache ich jetzt die Hühner fertig. Die armen Hühner. Ja, Jetzt sprichwörtlich gesagt. werden sie fertig gemacht. Die wecke ich alle auf. Du machst was? Die wecke ich alle auf. Ach, die wächst du alle auf. Ich habe verstanden, die esse ich alle auf. Nein. So, erstmal der Eichen. Also, Blauschimmel habe ich jetzt noch für dreimal melken. Okay. Also ich bringe dir erstmal die Eier. Das ist wirklich Stress pur hier. Das ist unglaublich. Da sind da Eier mitten im Weg. Okay. Oh, warte, ey.
So. So. Du wolltest doch sowieso das zweite Haus als Dings haben. Bitte was? Du wolltest doch eh die zweite Kammer haben hinten an dem Haus. Das erste Haus. Eine zweite, oder eine zweite, wie heißt die, Die diese Räucher? Reifekammer. Ja. Oder Reifekammer. Du, ich habe mit der einen hier genug zu tun. Ja, das glaube ich gerne, aber wir haben so viel Fleisch. Ich musste leider die Tiere den Gar ausmachen, das wäre nicht anders gegangen. War mir klar, hatte ich gesehen, ja. Ja, also, und hier komme ich nicht mehr durch, muss ich vorne rumlaufen. Guck mal auf die Uhr, das ist spät. Ritterstall. Wieso bist du wach? Wieso ist die Kuh wach? Weil ich gemolken habe. Okay. Geh weg, Kuh. So. So, jetzt habe ich hier alles voll gut. Wenn ich das richtig sehe, kann ich selbst mit Licht nichts sehen. Ah, jetzt habe ich aber was, was mir einfällt. Hier in der Küche soll es irgendwo einen Lichtschalter geben. Ja, den sollte man am Tage suchen, da sieht man mehr. Hier hinten wäre einer auf der Seite. Da ist was. Ja, genau. Das ist der einzige Lichtschalter. Der war aber in dem anderen Raum drin, ja. Okay, aber ist ganz einfach so, dass man hier zumindest ein bisschen Licht hat. Hier ist auch ein Lichtschalter, aber der funktioniert nicht. Nein, nein, es ist nur da vorne das Licht, also hier Ah, hinten, das okay. geht wohl nicht. So, der Eierkorb ist leer. Dann würde ich sagen, Genau. gehen wir ins Bett. Jo. Wo war die Treppe hier?
Jetzt geht das auch wieder mit dem Hochlaufen. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Uns wird es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.